Wir wurden um ca. 14.50 Uhr alarmiert zum THL Öl auf Gewässer, stehen im Gewässer am Bodensee am Schiffsanleger Nonhorn. Vor Ort die erste Lage haben wir vorgefunden, starke Verunreinigung an der Wasseroberfläche, starker Geruch nach Diesel. Und die erste Maßnahme war, dass wir die Ölsperren einziehen, dass der Trinkwasserspeicher Bodensee nicht gefährdet wird. Somit der Austritt von diesem Kraftstoff-Ölgemisch auf dem Wasser nicht in der See rausfließen kann, sondern im Hafenbecken bleibt. Das Wasserwirtschaftsamt wurde verständigt und die Wasserschutzpolizei kam vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Zur besseren Lageübersicht haben wir die Feuerwehr Offenbach mit der Drohne nachalarmiert. Und mit in der ersten Alarmierung war die Feuerwehr Wasserburg mit Ölsperrenanhänger und Boot, eben um auf dem See für alles gerüstet zu sein. Inzwischen ist es so, dass die Kette geschlossen ist, das Öl kann nicht raus auf den Bodensee. Und wir haben es mit dem Wasserwirtschaftsamt und mit der Wasserschutzpolizei beschlossen, dass wir das jetzt so liegen lassen. Die Ursache ist leider nicht bekannt und wir nehmen das mit Ölfließ auf und morgen früh um 10 wird die geschlossene Ölsperre neu beurteilt und dann wird neu entschieden, wie wir weitermachen.